Ebenfalls beliebt in Japan ist Heinz-Harald Frenzen, der im letzten Jahr hier Formel 3000 gefahren war. Aber ausgerechnet der Kurs in Aida war für den Sauberpiloten noch völlig unbekannt. Der 26-Jährige gewöhnte sich aber schnell an die Gegebenheiten auf und neben der Piste. Dies blieb der einzige Ausrutscher des Deutschen. Das letzte freie Training beendete Frenzen sensationell als Drittschnellster. Dennoch geht er heute von der Position 11 aus ins Rennen, da sein Ausrutscher ausgerechnet beim entscheidenden Training passiert war. Der Blick muss also schon beim Start nach vorne gehen. War gut am Start. Wenn der Start gut ist, greife ich sofort an. Wenn er schlecht ist, muss ich verteidigen, ist ganz klar. Aber die Strategie von Teamchef Peter Sauber steht fest. Heinz-Harald soll sein Rennen zu Ende fahren, denn dann landet der schwarze Renner mit der Startnummer 30 sicher in den Punkterängen. Auch Frenzen ist davon überzeugt, dass die Boxenstopps eine große Rolle spielen werden. So, ich glaube schon, dass morgen Boxenstopp unheimlich wichtig ist. Du kannst also je nach Taktik Zeit gewinnen, aber auch verlieren. Und ich würde sagen, dass die meisten eigentlich zwei Boxenstopps machen werden. Es gibt aber auch Gerüchte, dass einige drei machen wollen. Mit Boxenstopps hat das Sauberteam seit der Sportwagenzeit schon eine große Erfahrung. Ansonsten ist Frenzens Auto nach anfänglichen Problemen für das Rennen bestens abgestimmt. Wir haben etwas am Auto gefunden, dass es zumindest einfacher zu fahren ist. Und ich glaube, dass wir dann im Rennen etwas besser aussehen als im Qualifying im Verhältnis zu den Zeiten. Im Rennen hat er 83 Runden Zeit, das zu beweisen. Das Horoskop verspricht dem Stier Heinz-Harald Frenzen Erfolg im Ausland. Und normalerweise lügen Sterne nicht.